Also, das funktioniert jetzt. Dann könnten wir jetzt das hier anfangen. Ist da jetzt eigentlich noch was drin? Nö. Da auch nicht. Die würden das ja einfach immer weitergeben. Da ist was drin. Das hatte ich sogar schon getestet. Da ist nirgendwo was drin. Mir fällt gerade auf, dass ich jeden zweimal kontrolliere, aber egal. Schön, dass wir das schon gemacht hatten. So, da möchte ich ganz oben noch mal eben nachsehen. Das ist ja der Boden. Das ist der Boden. Das heißt, wir haben hier. Haben wir nicht. Machen wir mal eben den hier weg. Da ist nichts drin. Das zweite, da ist auch nichts drin. Okay. So, also es ist nirgendwo was drin. Und ich habe plötzlich einmal Erde. Mehr. So, wir testen das jetzt einfach mal, Leute. Ob das noch bereits funktioniert und ob wir das letztens fertig gemacht haben oder ob das nicht funktioniert und ich Blödsinn gebaut habe. So, denn das würde ja dann normalerweise dort drin ankommen. Und ich mache da jetzt einfach 5 und ich mache da die Gerüste rein. So, 58 Gerüste hatten wir. Die müssten jetzt nach oben kommen. Wir gehen jetzt einfach mal nach oben und warten, bis die 58 da sind. Wahrscheinlich wird jetzt wirklich einer unten hängen bleiben. Wo will ich denn jetzt hin? Ach, da. Und entweder wir leben damit, dass immer ein Item unten hängen bleibt, oder wir ignorieren das und oder wir beheben das. 13, 14, das dauert ein bisschen. Aber sie kommen an, Leute, also es scheint zu funktionieren. Die Frage ist nur, wie viele kommen an? Dauert auch ein bisschen, macht aber nichts, wenn es dauert. Der Sinn ist ja einfach, wir haben irgendwelches Zeug, werfen es hier rein und machen irgendwas anderes Zeug und werfen es wieder hier rein und sehen dann vielleicht irgendwann mal nach, ob die Truhe hier voll ist oder nicht. So ist der Sinn. Vielleicht am Anfang oder Ende jeder Aufnahme oder jedes Mal, wenn wir was reinwerfen, anschließend kontrollieren, ob da was drin ist. Denn jedes Mal, wenn wir was hier reinwerfen, wir können ja maximal eine Doppeltruhe reinwerfen. Und wenn da praktisch nichts drin ist, dann kann auch maximal eine Doppeltruhe wieder reinkommen. Also vielleicht jedes Mal, wenn wir was reingeworfen haben, anschließend Zeug wieder nachsehen, ob da was rausgekommen ist. Aber das ist gut. Das heißt nämlich, wir bräuchten dann nur noch die kleine, den kleinen Aufstieg da unten rechts. Hatten wir 56, 57? Ja, der 58. bleibt tatsächlich hängen. Das heißt, wir haben immer ein Item, das da unten irgendwo hängen bleibt. Wir können ja mal runtergehen und suchen, wo es hängen bleibt. Ich glaube, ich hatte beim letzten Mal sogar, wenn ich mich so grob erinnere, eine Idee, woran es lag. Mir fällt nur die Idee nicht mehr ein. Ah, da kommen wir schon noch wieder drauf. Die Frage ist dann halt nur, fixen wir es oder fixen wir es nicht? Heben wir den Fehler, ja oder nein? Das ist die Frage. So. Da. Ich glaube,
Das ist ja der hier. Der hier. Ich nehme den wieder raus. Ach, den habe ich schon wieder raus. Okay, bei dem hier. Mach dir mal eine Fackel ran. Bei dem hier. Bleibt es hängen. Das kommt ja alles hier rein. Und dann sagt der, hey Leute, da ist was da. Und dann haben wir halt diese Verzögerung. Und das hier sagt dann zu dem unten, dem in der Mitte. Ja doch, zu dem unten und in der Mitte, mach's mal an. Dann sagt der hier zu dem unten in der Mitte und dem oberen, also mach's mal weiter. So zumindest der Gedanke. Wir können das ja mal kurz hier ein bisschen unterbrechen. Und mal was testen, indem wir einfach mal hier eins reinwerfen. Werfen wir gleich mal das hier rein. So, das geht ja hier rein. Dann höre ich hier einmal Klick von dem hier. Und das dieses Klick müsste es von hier nach da befördert haben. Ja. So, jetzt machen wir den hier mal weg. Hier rein. Klick. Einmal Klick. Hä? Müsste doch zu dem auch gekommen sein und müsste Klick gemacht haben. Ist die Verzögerung falsch? Das ist ja egal, aber die Verzögerung haben alle. Der hat 1 Verzögerung. Der hat dann 2 Verzögerungen. Und der hier hat dann auch 2 Verzögerungen. Das wird verallgemeinert. Dann hat der hier wieder 1, 2, 3, 4. Hier wird dann mit 4 wieder verallgemeinert. 1, 2, 3, 4. 4 allgemeinert. 1, 2, 3, 4. Sag bloß, das Signal ist zu schnell. Dass das Signal von dem hier zu schnell ist. Muss ich vielleicht... Ich teste das jetzt einfach mal. Ich mache den jetzt auf 4. Den auch auf 4. Und dann müsste das ja passen. Ich meine, dann hätten wir es genauso wie bei den anderen auch. Die sind ja auch alle um 4. Hier, das ist überall 4. Und bei denen funktioniert es ja. Klick, klick. Hat denen nicht weitergebracht. Klick, klick. Ich hab's, glaube ich. Und zwar mache ich jetzt mal den hier wieder hin, aber dafür den hier weg. So. Und wir könnten die wieder auf 2 machen. Wenn ich schnell genug bin. So, meine Idee ist nämlich meine Vermutung ist folgendes. Das Signal, da ist ja was drin. Solange das drin ist, kriegt das hier ein Signal. Das heißt, das gibt das Signal weiter. Das wartet dann 4 Ticks, gibt es weiter, wartet 4 Ticks. Und das hält dann aber auch dementsprechend länger an, Leute. Denn die ganze Zeit... ist da was drin und kriegt diese Signale.
Und das heißt praktisch, dann kriegt das erstmal einen Tick. Geht dahin, schaltet das aus. Jetzt wartet das aber 4 Sekunden und während diesen 4 Sekunden, bis das ausgeht, also 4 Ticks, gibt der hier weiter ein Signal ab. Dann, hier, 4 Ticks, gibt der ein Signal ab. Und dann, der hier kriegt praktisch 8 Ticks lang ein Signal und blockiert praktisch dann. Der, das ist, ja, blockiert praktisch. Was wir machen müssen, ist... Das da. Das müssen wir machen. So, machen wir das auch. So, der kriegt die ganze Zeit ein Signal. Nee, Moment mal, das... Moment mal. Einfach mal testen, funktioniert das jetzt? Nö, funktioniert nicht. Funktioniert auch nicht. Okay. War also falscher Gedanke, Leute. Warum habe ich da jetzt diesen drin? Warum geht der nicht weiter? Warum geht es da schon? Liegt es wirklich an dem? Da muss ich vielleicht davor ein Redstone, ein Repeater schalten. Ich muss rechtsklicken, nicht Q. Nee, ich habe jetzt gar keinen Klick gehört, aber es ist wieder nur ein zweiter. Also auch das funktioniert nicht. Moment mal. Irgendwo fehlt doch jetzt einer. Okay, einer von denen ist jetzt noch ganz oben gekommen. Das ist eins, hat funktioniert. Das hat nicht funktioniert. Irgendetwas davon hat jetzt funktioniert. Das hat nicht funktioniert. Das funktioniert.
Machen wir die größten, machen wir es wieder realistisch. Die kommen alle hier an. So, warten wir mal. Achtundfünfzig sind viele. Der hat sich so schnell wieder ausgeschaltet, dass das Signal gar nicht ankam. Ja, jetzt müssen wir wieder ein bisschen warten, Leute. Ich habe das da oben, ja, habe ich weggemacht, oder? Nein, ich habe es wieder hingemacht. Okay, das heißt, die laufen jetzt nach ganz oben. Dann gehen wir auch einfach mal nach ganz oben. Wisst ihr was? Ich mache noch was hinterher. Mach ich noch was hinterher? Nee, gehen wir einfach nach ganz oben. Müsste ja trotzdem funktionieren. Wenn es funktioniert. Also sie kommen zumindest alle nach hier oben. So, dauert wieder ein bisschen. Vielleicht sollte ich nicht die 58 machen, sondern einfach mal nur 3 oder so. Oder 5. Irgendwie sowas. So, wir kommen auf die 50 zu. Sechs. Das sind jetzt genau die zwei, die gefehlt haben. Jetzt ist die Frage, bleiben jetzt einfach zwei stecken? Oder habe ich die zwei irgendwie kaputt gemacht? Also irgendwo hingemacht, dass da, wo sie jetzt stecken blieben. Dadurch, dass ich es verkackt hatte vorher. Wir müssen also nochmal testen, aber dieses Mal korrekt. Also einer ist wieder hier hängen geblieben. Also das war es nicht. Und einer ist jetzt hier hängen geblieben. Machen wir es mal mit... Mit 3. Das eine ist wieder hier hängen geblieben. Die anderen beiden müssten nach oben. Ja. Gehen wir wieder. Oder? Nein, wir testen jetzt aber weiter. Wir haben ja noch ein paar. Okay.